Hallo und herzlich willkommen. Da seid ihr ja wieder bei unserer neuen Ausgabe mit eurem Darkmobil Stellplatzvorstellung in Strahlen. Heute stehen wir auf dem Wohnmobilstellplatz Wasserstrahlen. Warum Wasserstrahlen? Weil er nämlich direkt neben dem Freizeitbad Wasserstrahlen steht. Und das Schöne ist, wenn man den Stellplatz nutzt, hat man auch einen ermäßigten Eintritt in das Schwimmbad. Zeigen wir euch alles gleich. Strahlen ist bekannt am Niederrhein für seine Blumen- und Gemüsezucht. Hier gibt es das zweitgrößte zusammenhängende Gemüse- und Blumenanbaugebiet Europas. Zeigen wir euch, wie ihr uns kennt, natürlich alles wieder in einem zweiten Video rund um Strahlen, in dem wir euch den Ort und hoffentlich bei trockenem Wetter bei einer kleinen Fahrradtour durch die Umgebung zeigen. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Stellplatz. Wir gehen rüber und zeigen euch, wie ihr reinkommt. In der Regel kommt ihr hier von der Bundesstraße angefahren und biegt hier an dem Schild Tennisanlagenstrahlen und dem Wasserstrahlenschild ab und fahrt direkt wieder rechts auf den Stellplatz. Der Stellplatz und das Schwimmbad liegen an der Linkforter Straße 100. Wie immer, im Link unter dem Video findet ihr wieder alles, was ihr braucht, um das Ganze zu ordnen. So, und jetzt gehen wir rüber und dann zeigen wir euch, was ihr alles auf dem Platz findet an Verentsorgung und Pipapo. So, weiter. Ihr kommt also von der Straße hier runtergefahren, fahrt an dem Schild Wasserstrahlen das Fitnessbad vorbei und fahrt direkt rechts. Wenn ihr noch entsorgen müsst, könnt ihr direkt die nächste wieder rechts fahren. Da ist die Entsorgung. Und wenn ihr nicht Frischwasser von zu Hause mitgebracht habt, fahrt ihr direkt die erste rechts und tankt erstmal euren Frischwassertank auf. So, kostenfrei. Hey, jetzt laufen da 100 Liter oder wie? Wenn ihr weiter auf den Platz geht, gibt es eine Infotafel. Doch gibt es zwei Zettel. Auf dem einen steht, dass das Frischwasser im Stellplatzpreis mit enthalten ist. In dem anderen steht, dass es 1 Euro kostet. Von daher haben wir das gerade getestet, wie ihr gesehen habt. Und das Frischwasser ist einfach grünen Knopf drücken im Preis enthalten. Dann läuft es. Aber es läuft auch, wie viele Liter waren es? Ja, vielleicht 10 Liter. Die laufen konstant durch. Du kannst also keine Start-Stopp-Taste hier drücken. Die 10 Liter laufen, egal wie groß dein Gefäß ist. Ansonsten haben wir hier ein klassisches Schraubgewinde, wenn ihr euren Schlauch mit habt, Gardena-Anschluss nicht vergessen. So, dann haben wir das Frischwasser. Daneben haben wir dann zwei Mülltonnen, wo ihr euren Abfall entsorgen könnt. Es gibt aber auch noch mal einen größeren Container, wo ihr auch euren Müll dann hineinstecken könnt. Es wird nicht getrennt, den könnt ihr einfach so entsorgen. Dann haben wir hier vorne die Chemietoilettenentleerung. Klassische Vorgehensweise, Deckel auf und den Wasserhahn zum Spülen der Kassette, damit ihr nochmal nachspülen könnt. Die muss ich euch, glaube ich, nicht näher erklären. Dann haben wir davor noch die Grauwasserentsorgung. Da, wo Wasser herkommt, kommt es auch meistens weg. Und hier haben wir eine gut anfahrbare Grauwasserentsorgung. Wir haben auf dem hinteren Teil des Platzes nochmal eine Frischwasserzapfstelle und eine Chemietoilettenentleerung. Der Platz verfügt insgesamt über 27 Stellplätze, die, und das merke ich jetzt an der Stelle schon mal an, recht eng sind, wenn sie dann alle genutzt werden sollen. Wir schwenken mal kurz hier vorne auf das Stück, das hier beginnt und dort endet, wo der Popo von dem Hümer ist. Hier beginnt er. Auf dem Stück sollen 4 Wohnmobile stehen. Wer sich das ausgedacht hat, war auf jeden Fall schmäler als ich, glaube ich. Ja, stehen können die. Ja. Da machst du keine Markise mehr. Ne? Also du sollst hier längs reinfahren, Kastenwagen am besten und davon dann 4 Stück. Die Fahrfläche hier vorne ist ganz normal gepflastert mit entsprechenden Fugen. Mit etwas größeren Fugen, ein bisschen Grasbewuchs dazwischen auf der Stellfläche. Auf dem Platz gibt es
5 oder 6 Stromsäulen mit A4 Anschlüssen. Die zeigen wir euch aber gleich an anderer Stelle. Gehen wir mal weiter. Fahrt ihr nicht die erste rechts rein, sondern möchtet weiter auf den Platz fahren und fahrt die zweite rechts rein, kommen wir noch mal auf 4 weiteren gleich gearteten Stellflächen, die auch wie die vorhergesehenen mit etwas breiteren Fugen und diesem gepflasterten Verbundsteinfahrweg geartet sind. Auch hier Platz für 4 Flächen. Es stehen Abfallbehälter bereit, Mülltonnen stehen bereit, auch wieder hinten, wie hinten mit den blauen Säcken. Und hier haben wir vorne an dann auch noch mal einen Abfallcontainer, wo ihr dann euren Müll entsorgen könnt. Und da bin ich auch schon an den beiden Infotafeln, die ich angesprochen habe. Wir haben hier einmal eine Tafel mit einem Ortsplan vom Örtchen Strahlen, wo ihr sehen könnt, welche Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten es hier gibt. Ist gut beschildert und vom Fußweg her ist es von hier bis zum Ort einfach immer geradeaus 15 Minuten bis zum Marktplatz. Dann haben wir hier einen weiteren Schaukasten. Hier habt ihr die Infos zum Platz mit einem Platzplan auch nochmal. Ihr könnt also hier auch einfach drauf fahren und euch eine Parzelle aussuchen, die euch gefällt. Und wie gesagt, sollen 27 Stück sein, ist aber kein Markisenplatz. Das muss ich euch schon mal dazu sagen. Ihr könnt vielleicht noch neben eurem Wohnmobil stehen, aber ein Stühlchen kriegen wir hin. Ich sag mal Oberstdorfer Verhältnisse. Und dann haben wir hier einmal die Platzordnung, wo eben drin steht, dass das Trinkwasser extra kostet, mit den alten Platzgebühren. Die sind nicht mehr relevant. Die stimmen nicht mehr, die sind überarbeitet, sondern mit den aktuellen 10 Euro die Nacht. Es gibt dafür auch noch entsprechend gratis WLAN, das relativ schlecht ist. Also wir können damit im Grunde nichts machen. Du kannst im Internet kaum eine Seite laden, geschweige denn irgendwas drin. Also wir kommen da vorne und wir stehen relativ am Anfang noch nicht mit klar. Was aber ist, wenn du hier stehst, kannst du ermäßigt für 4 Euro mit 2 Personen pro Übernachtung das Schwimmbad nutzen. Und das ist echt schön. Erkläre ich euch gleich bei der Anmeldung noch. Dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, einen Brötchenservice in Kauf zu nutzen. Der ist, da geht ihr vorne zur Information des oder zum Kassenbereich des Schwimmbades. Dort könnt ihr Brötchen bestellen und die ab den Öffnungszeiten des Schwimmbades, das täglich geöffnet hat ab 9 Uhr, dann eure frischen Brötchen, die ihr bestellt habt, abholen. Aber wie gesagt, erst ab 9 Uhr. Ja, was haben wir noch? 5 Anlagen sind es mit 6 Anschlüssen, 50 Cent die Kilowattstunde. Bevor ich gleich an der Stromsäule vergessen habe, dann zeigen wir euch noch den weiteren Platz. Vom Untergrund her und dann gehen wir mit euch erstmal zur Anmeldung. Der Platz ist nachts beleuchtet mit einem dezenten orangenen Licht, ist sehr angenehm. Die angrenzende Sportbahn ist allerdings auch im Flutlichtmodus bis 10 oder 11 beleuchtet. Also die mit dem Gesicht nach da stehen, müssen die Plissés zumachen oder sich sonst wie vorne abdecken, wenn sie abends es dunkel haben möchten. Dann haben wir hier nochmal die gleiche Chemiekassettenentleerungsstation wie hinten auch. Erlaubt auf dem Stellplatz sind nur Wohnmobile und Kastenwagen, die über eine eigene Toilette, ein eigenes Bad und einen Grauwassertank verfügen. Alle anderen Fahrzeuge sind hier nicht gestattet, also keine Karawane, keiner, der eine Nicht-Toilette hat. Und wenn ihr eure Toilette benutzt, wird darauf hingewiesen, dass man nur solche Chemikalien bitte verwenden möchte, die über einen blauen Engel verfügen. Mal gut, dass Alfred mich hat. Ach nee, ich bin ein grauer Engel, ne? Kein blauer. Dann haben wir hier nochmal die gleiche Frischwasserversorgungsstation wie vorne, so dass man, wenn man nicht so gut zu Fuß ist, nicht hier den ganzen Weg runterschlappen muss. Wobei das der kürzeste Weg ist, weil der zur Anmeldung ist ein bisschen weiter. Du stehst hier außen in der Mitte und am Rand
Es geht eine Straße vorbei, die geht von der Bundesstraße in den Ort Stahlen rein, ist aber relativ am Tag befahren, hält sich in Grenzen. Nachts ist es hier sehr ruhig. Heute Morgen so gegen 6 Uhr, wir haben Samstag, fuhren vereinzelt die ersten Fahrzeuge. Ich kann mir vorstellen, dass es morgen noch einiges ruhiger ist zum Sonntag hin. Das Schwimmbad hat in der Woche von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Dann habt ihr natürlich hier noch ein bisschen Publikumsverkehr. Die Sportbahn kann abends auch genutzt werden. Aber am Wochenende ist das Schwimmbad nur bis 18 Uhr geöffnet. Also von daher fährt dann auch das letzte Auto. Und es war die Nacht sehr ruhig. Fernsehempfang in der vorderen Reihe, wo die Bäume sind. Da steht gerade ein neuer Kollege. Der ist seit 30 Minuten mit seiner Antenne dran. Ich glaube, da ist nicht so viel Empfang. Und wir haben jetzt noch keine Blätter dran. Der andere Kollege, glaube ich, hat Empfang. Steht aber auch in einem anderen Winkel. Also wenn ihr Fernsehen gucken möchtet, mit eurer Antenne eventuell nicht an der Reihe zur Straße hin parken. So, was ist hier noch zu sagen? Hier haben wir dann den Untergrund, der im vorderen Bereich auf dem Stellplatz ist, nämlich das Pflaster mit den großen Fugen, in denen das Gras wächst. Dadurch hast du vorne aber auch schon durch den vielen Regen, den wir hatten, eine gewisse Matschbildung, so dass ihr, wenn ihr mit euren Crocs hier hin und her lauft und da durchlauft, euch natürlich den Matsch mit ins Wohnmobil nehmt. Aber das ist ja nichts, wer unser Video von Buntschoten gesehen hat. Ja. Da hat Alfred uns festgefahren. Nein, wir sind festgestanden. Wir haben gestanden und das ging glock, 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 glock. Ja, oh, bald weg. Bis der Jos beim Rasenmäher kam. Dann ging es wieder, zack, raus waren wir. Hier in dem Bereich sind die Stellplätze, tja, minimal geschottert, verdichtet und irgendwo auch mal mit ein bisschen Gras dazwischen. Es ist relativ fest, du siehst aber schon hier bei dem extremen Witterungsverhältnis. Leichte Spuren. Leichte Spuren, also nichts Gravierendes. Wie gesagt, das ist jetzt gerade nicht mit Hausschuhen momentan zu belaufen, aber auf jeden Fall fährst du dich hier nicht fest, kann man nicht meckern. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn du auf einer Wiese stehst. Kann man also nicht sagen. Deshalb ist es auch, sind wir eigentlich auch hier, weil wir bei dem ganzen Regen, der war und der vorhergesagt war, wurde, der dann doch nicht da sein sollte, aber doch da war, wir suchten einen Platz, wo man auf jeden Fall nicht wieder einsinkt, weil ich wusste nicht, ob Jos mit dem Rasenmäher bis hier kommt. Glaube ich weniger. Nee, es sind, glaube ich, 250 Kilometer. Von diesen Stromsäulen gibt es, wie gesagt, 5 Stück auf dem Platz verteilt. Entsprechend an der einen oder anderen Stelle ein etwas längeres Kabel mitbringen, weil die hier auch wie drüben die 4 Plätze versorgt, wie die 4 Plätze hier vorne, die für die Kastenwagen sein sollen. Entsprechend nur gegen Bar- und Münzeinwurf und 50 Cent die Kilowattstunde. Dann bekommt ihr euren Strom abgesichert mit... Hm. 16 Ampere. Hey, selten. Findest du ja eher weniger. Anmelden müsst ihr euch am Schwimmbad. Ihr könnt es beim Bademeister an der Kasse machen. Es gibt aber auch außen einen Tresor, so wie sie es nennen, Anmeldetresor. Dort findet ihr, wie auch im Schwimmbad selber, das Anmeldeformular, das ihr ausfüllen müsst. Wir zeigen es euch gleich, wenn wir dort sind, zu dem Platz. Erzähle ich euch aber jetzt noch mal was, wenn wir darüber gehen. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Eure Vierbeiner sind willkommen, aber ihr müsst sie an der Leine führen. Jetzt denkt ihr, boah, der Weg, den ihr da geht, das ist schon eine kleine Gassi-Runde, das ist super. Dieses ganze Gelände, was ihr jetzt hier seht, wie auch der Weg zum Schwimmbad und hier die Finnenbahn mit dem Sportplatz, also mit den Fitnessgeräten, ist komplett für Hunde verboten. Egal ob an der Leine oder ohne Leine. Naja, wenn sie euch zufällig laufen gehen, Pünktchen, 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 dann waren sie auch Gassi. Grillen ist erlaubt, solange ihr keine rauchentwickelten Antriebsstoffe nimmt. Das heißt, Holzkohle, offenes Feuer ist verboten. Gasgrill ist erlaubt, Elektrogrill ist auch erlaubt. Verboten sind aber auch Stromaggregate, die mit Diesel betrieben werden. Die dürft ihr auch nicht nutzen.
Ansonsten, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ich habe ein Ticket bekommen, weil ich mit dem Bademeister gequatscht habe, wie ich halt bin. Ne? Wenn ihr abends ankommt und ihr werft eure Anmeldeformular in den Briefkasten, dann ist keiner da, der euch irgendwas gibt, was ihr im Fenster hängen könnt. Da ist auch kein Durchschlag dran. Man soll aber angeblich sein Ticket ins Fenster hängen, weil es kontrolliert wird. Und wenn da nichts hängt, kostet es drei Tagessätze Strafe. Aber ich denke mal, dass auf dem Anmeldeformular das Kennzeichen angeben muss. Ja, definitiv. Ich zeige das auch gleich. Und darüber was kann man das ja definieren. Ja, darüber kann man es definieren. Aber es ist widersprüchlich. Aber die Zettel sind ja eh widersprüchlich. Was auch gewünscht wird und Pflicht ist, ist, dass jedes Wohnmobil, das auf dem Platz steht, einen Feuerlöscher mit sich führen soll. Aber haben wir ja auch in der Regel. Und ansonsten, wir haben zwei mit, falls du neben uns stehst und deinen vergessen hast. So, jetzt sind wir aber endlich an der Anmeldung. Und zwar befindet die sich hier vorne, links neben der Tür zum Schwimmbad. Neben dem Top-Platz von 2023-Schild findet ihr den, da sind ja noch welche, den entsprechenden Briefkasten mit dem Anmeldeformular. Es ist hier in einem Briefumschlag enthalten. Kuli hängt am Bensel. Entsprechend mitnehmen oder hier ausfüllen. Das sagt euch das schon. Barzahlung. Also 10er mitnehmen oder geht natürlich auch Kleingeld in Münzen. Es gibt ein entsprechendes Anmeldeformular, das ihr ausfüllt mit eurer kompletten Anschrift, Geburtsdatum, eurem Kennzeichen und wann ihr angekommen seid, wie lange ihr bleiben sollt, wie viel ihr seid und so weiter und so fort. Bei ausländischen Mitreisenden dann auch noch die Ausweisnummer. Ganz wichtig noch den Datenschutz. Genau. Und das müsst ihr dann unterschreiben, steckt es mit eurem Geld in den Umschlag und dann ab damit in den dafür vorgesehenen Schlitz. Zahlstellentresor. Ich konnte mir das Wort irgendwie nicht merken. Und rein. Wir haben schon bezahlt. Ich mal wieder, wie neugierig wie ich bin natürlich reingegangen. Konnte ja nichts sehen hier im Dunkeln, weil um das auszufüllen, hat es nicht gereicht. Drinnen darf man nicht filmen, aber drinnen liegt an der Theke, liegt jetzt nicht mehr, auch ein Block mit den Formularen entsprechend zur Hand. Das Schwimmbad, wie gesagt, könnt ihr mitnutzen in den dafür vorgesehenen Öffnungszeiten. Es ist ein Freizeitbad, wenn ihr Kinder mit habt. Es gibt ein Planschbecken mit 34 Grad. Es gibt eine schöne große Rutsche, wo die anderen größeren Kinder rutschen können. Es gibt ein gutes Schwimmerbecken, es gibt ein Springturmbecken und es gibt noch ein Erlebnisbad, wo es eine Gegenstromanlage gibt, einen großen Whirlpool und einen Bereich mit verschiedenen Wasserfällen, Wasserfallduschen und Sprudelbänken. Ich war gestern Abend eine Stunde da drin, eine halbe Stunde habe ich was getan und die andere halbe Stunde habe ich genossen. Kann ich nur empfehlen, vor allem wenn man abends nach der Arbeit hier ankommt, ist das eine gute Idee. Für die 4 Euro plus nachher noch duschen, alles supi. Dann zeigen wir euch noch einen kurzen Schwenk auf den kleinen Parcours, wo ihr hier noch entsprechend Fitnessgeräte mitnutzen könnt. Da müssen wir nur gerade aufpassen, da sind wieder Kinder, die sich dort austoben. Hier habt ihr einige Fitnessgeräte, die ihr dann, so wie ihr Lust habt, mal nutzen könnt. Ist natürlich auch ein nettes Gimmick, was man sich mitnehmen kann, wenn man noch etwas Power übrig hat. Achso, du bist schon dran. Noch zum Thema Nachtruhe. Gleich geht nämlich hier die Sonne unter. Der Stellplatz hat Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr. Und das heißt aber auch, dass ihr nicht nur dann keine laute Musik machen sollt und euch auch ansonsten ruhig verhalten. Nein, in der Zeit darf der Platz auch nicht befahren werden oder abgefahren werden. Also wer morgens um 6 schon weiterfahren möchte, der muss bis 7 Uhr warten. Es ist keine Schranke da, ne? Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es ist nicht gern gesehen und nicht gewünscht. Ja, ansonsten sind wir schon wieder beim Fazit. Aber vorher habe ich dich schon an das Abo erinnert. Ach, du hast schon eins, Entschuldigung. Klar, ich erwische immer die gleichen. Aber ansonsten, für die, die es gerade zugucken und noch keins dagelassen haben, freue ich mich natürlich wieder, wenn ihr uns ein Abo dalasst.
damit wir auch weiter durchgefroren, durchnässt bei Wind und Wetter. So wie heute. Ja, so wie heute für euch wieder unterwegs sind, um interessante Stellplätze vorzustellen und in einem zweiten Video auch versuchen, etwas von der Umgebung zu zeigen. Wir haben keine Unterwasserkamera, dadurch ist es heute für Strahlen etwas knapper ausgefallen. Aber vielleicht finden wir ja morgen noch etwas und haben morgen mehr Glück. Okay, das Fazit zum Platz. Er ist praktisch, er hat alles da, was wir brauchen. Die Kombination mit dem Schwimmbad finde ich gut. Ist kein Platz, der mich im Sommer reizen würde, weil mir die Parzelle ein bisschen zu klein wäre, weil ich mich da draußen aufhalte und nicht ins Hallenbad gehe. Aber ansonsten würde ich sagen, für so ein kleines Örtchen, es ist alles da und solche Plätze wünschen wir uns auch an anderen Stellen wieder. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eure Betty. Ciao! Ciao!